Das ist ein richtiger Starkregen hier. Wir werden hier voll überschwemmt. Überall diese schwarzen Käfer und es werden immer mehr davon. Die sind jetzt schon in meinen Schlafsack drin. Das ist auf jeden Fall gar keine gute Schlaflocation hier. Das Wetter was heck. Ein richtig verseuchtes Wetter. Man kann sich irgendwo nirgendwo verstecken, ohne dass da irgendwie Tropfen runterkommen. Mann, ich habe keinen Regenponcho, keinen gar nichts dabei. Yo, das Unwetter beginnt. Es ist bei uns angekommen. Blitzt hier die ganze Zeit total rum. Gut, dass wir hier Schutz gefunden haben. Unter dieser Brücke. Es ist ein richtiger Starkregen hier. Und das windet hier total rum und sowas. Und das blitzt und donnert hier die ganze Zeit. Aber so richtig. Und guck mal, dieser ganze Starkregen hier vorne, der kommt bei uns hier rein. Wir werden hier voll überschwemmt. Guck mal hier. Das heißt, wir müssen uns retten vielleicht, Alter, falls es noch viel mehr kommt. Wir werden hier voll überschwemmt. Ich musste mich eben gerade hier retten. Ich habe meinen Schlafplatz von hier gerade hier hin transferiert. Genau, weil dieser ganze Wind mit den ganzen Regentropfen mich die ganze Zeit hier ausgepeitscht hat. Genau. Das ganze Wasser ist hier angekommen. Das hat immer mehr Wasser. Prüfen, ob wir hier wirklich gleich schwimmen müssen. Das will hier auch nicht aufhören. Es wird immer mehr Wasser. Mal sehen, ob dieser Wasser hier vorne irgendwann elektrisch wird. Genau. Das Wasser wird immer höher. Da muss noch viel mehr davon kommen. Guten Morgen. Nächster Tag beginnt. Und dieser Sturm ist weg. Und wir wurden nicht komplett überschwemmt. Dieses Wasser ist auch hier mittlerweile weg. Also wir mussten uns nicht retten. Aber auf jeden Fall war das voll cool, als das Wasser hier jedes Mal gestiegen ist gestern. Also heute Nacht, genau. Wo es so gestürmt hat, wo richtig viele Blitze und sowas waren. Und Wind und wo das Wasser mich hier angespritzt hat. Und ich diesen Schlafplatz nach dahin transferieren musste. Aber danach irgendwann, wo das zu Ende ging, ich den Schlafplatz wieder zurück transferiert habe. Genau hierhin. So dass ich hier weiter geschlafen habe. Das war voll cool gewesen, dass das Gewitter hier war. Und dass wir hier geschützt waren, genau. Und gestern haben wir 71,9 Kilometer gemacht. Also zumindest ich. Ich glaube, ich habe 10 Kilometer oder so länger gemacht. Also bestimmt so 8, 9, 10 Kilometer wegen diesem Umweg. Aber genau. Und ich bin voll schwach. Der Sonnenbrand, der drückt, der Schmerz. Der Sonnenbrand ist echt übel. Ich kann nicht vernünftig denken. Das ist voll, ich weiß auch nicht. Jetzt wird Koffein hergestellt. Du musst nur noch ein bisschen Eis ziehen oder dann können wir es saufen. Jetzt wird Kaffee getrunken. So, ein bisschen heiß. Aber Koffein unter der Brücke zu saufen ist so richtig geil. Und das machen wir hier unter dieser Autobahnbrücke, wo wir Schutz gesucht haben vor dem Gewitter. Genau. So, ich habe gerade mein Brot geschmiert mit Frischkäse. Der ist seit die ganze Zeit nicht im Kühlschrank gewesen und gestern war ein richtig geiles Wetter gewesen. Das heißt, vielleicht ist das scheiße. Vielleicht werde ich gleich Durchfall bekommen, aber das riecht noch gut. Deswegen esse ich das jetzt mit Lauchzwiebeln. Ja, schmeckt noch gut, aber ich denke, heute muss auf jeden Fall das aufgegessen werden. Ich grüße Uber Cola. Ich grüße nochmal Uber Cola. Und ich grüße G-Point. So, die Sachen sind gepackt. Wir sind gestartet. Der nächste Tag beginnt. Ich bin ganz gespannt drauf, wie viele Kilometer wir heute machen. Es ist schon Mittag, weil wir sind so ein richtiger Langschläfer und der Gewitter hat uns genervt und belästigt. Genau deswegen haben wir Schlaf nachgeholt. Aber die Belästigung vom Gewitter, die war voll cool gewesen. Der hat uns nicht schlafen gelassen. Das ging so einige Zeit. Das war auf jeden Fall lustig, wo alles unter Wasser war. Wo dieser ganze Regenwasser immer mehr wurde. Wo wir geschlafen haben. Wir hatten uns schon ein bisschen Sorge gemacht, dass wir die Sachen zusammenpacken müssen und dann in Stehen schlafen müssen, weil alles unten nass ist. Aber Leute, wir sind gerade erst gestartet und haben hier die Route gewählt. Über Google Maps, der uns mit Sicherheit wieder in falsche Richtung führt. Und es fängt gerade an zu regnen. Es kommt so ein ganz kalter Niesel auf meine Sonnenbrandverletzung drauf.
Es fühlt sich voll unangenehm an. Ich habe keinen Ringponcho. Und es wird immer stärker. Ich wäre dafür, dass wir uns ganz kurz auf einem Baum hinstellen. Ja, da drüben. Es regnet gerade so richtig. Scheiß Regen, ey. Gerade gestartet und jetzt fängt es an zu regnen. Also richtig in Strömen. Mein Gott, ist das eine Scheiße, ey. Und diese Bäume, die bringen sehr wenig, ey. Da kommt extrem viel durch. Ganz viel von diesem Regen. Also wir werden hier komplett nass gemacht. Und das regnet hier total Ströme, ey. Gerade wo wir losgefahren sind. Ich werde hier total nass gemacht und mein Fahrrad und so weiter auch. Alter, wir werden alle hier nass gemacht. Man kann sich irgendwo nirgendwo verstecken, ohne dass da irgendwie Tropfen runterkommen. Ey, das geht gar nicht klar. Mann, ich habe keinen Regenponcho, keinen gar nichts dabei. Mein Gott, ey. Es will nicht aufhören zu regnen. Ich bin hier komplett durchnässt, ey. Das soll endlich weggehen. Damit wir weiter können. So, du hast Mülltüten als Regenschutz für dein Gepäck. Und ich habe hier einen billigen Regenschutz von meinem Billig-Fahrradgepäck. Und der ist so billig, dass der einfach viel zu klein ist, um das komplett hier durchzumachen. Also diese Seite ist hier komplett frei. Das ist voll scheiße. Das ist voll das Billigteil, also mehr geht nicht. So, der Regen ist ein bisschen weniger geworden. Also es tropft noch ganz leicht, also nieselt. Aber trotzdem bin ich voll durchnässt. Das ist voll scheiße. Aber dieser Regen hat richtig genervt und der nervt immer noch so ein bisschen. Der ist so ein bisschen hier, ein bisschen nieselt kommt. Und auch vor den Tropfen, vor den Bäumen und sowas. Kühlt auf jeden Fall meinen Körper runter. Oh, scheiße, es fängt schon wieder an stärker zu werden. Aber da drüben, oh ja, das fängt gerade schon wieder an. Da drüben ist ein Aldi, da können wir uns unterstellen. Ja, guckt euch mal an, wie das hier rumregnet, ey. Das will nicht aufhören. Aber hier vorne ist Aldi. Aldi rettet uns. Schade, dass heute Sonntag ist und wir nichts einkaufen können. Ich brauche einen Regenponcho. Junge. Und guckt euch mal an, wie das hier rumspritzt. Das spritzt so rum, dass das meinen Kopf nass macht. Ja, die Dusche, jawohl. Jetzt stehe ich hier total im Kühlen nass, ohne die Möglichkeit, mich abzutrocknen. Und das fängt an zu winden auch noch. Der Wind macht das auf jeden Fall nicht besser. Das wird immer kühler irgendwie. Also ich habe schon geduscht, dadurch, dass ich nur Fahrrad gefahren bin. So Leute, der Regen hat nachgelassen, es nieselt nur noch ganz leicht. Und ich habe mich hier mein Pullover angezogen. Das heißt, wir fahren gleich weiter. Aber wenn es gleich nochmal so stark regnen sollte, dann bin ich so richtig am Arsch. Weil ich habe diese Pullovers jetzt an. Wenn die nass werden, dann ist es richtig scheiße. Weil ich habe vielleicht nur noch einen dritten Pullover. Also ich habe da zwei Pullovers an, weil mir ist kalt. Ich bin richtig ausgekühlt und das wird richtig scheiße sein. Hoffentlich wird das gleich nicht schon wieder so stark regnen. Und wir haben bestimmt eine ganze Stunde hier gewartet, bis der Regen nachgelassen hat. Warum muss das heute so regnen? Das ist voll scheiße. Aber hoffentlich regnet das gleich nicht doller oder so, dass es nur maximal dieser Niesel hier bleibt. Weil ich kann mir das nicht erlauben, dass mein Pullover komplett nass wird. So richtig durchnässt. Dieser Nieselregen, der nervt voll. Und wir sind in Neindorf angekommen. Hier fahren wir da dran vorbei. Ich sage Nein zu Nieselregen. Und ich sage auch Nein zu Starkregen. Also dieser Regen, dieser Nieselregen, der will einfach nicht aufhören. Es nieselt die ganze Zeit weiter. Das ist richtig beschissenes Wetter hierfür. Der Regen muss weg. Er macht uns alles nass. Junge. Seit Stunden regnet das hier. Aber die ganze Zeit. Das ist voll scheiße. Der Regen muss weg. Und hier gibt es keinen Fahrradweg. Auf jeden Fall richtig beschissenes Scheißwetter hier. Das Wetter muss weg. Guck mal, wir fahren gerade an so einer Autobahn dran vorbei. Hier, diese ganzen Autos und Fahrzeuge. Hier, diese ganzen Geräusche und Abgasverursachen. Dann guckt euch mal an, wie hier. Jawohl. Ja, genau, diese Geräusche machen wir hier die ganze Zeit. Das war noch bei Regen und Scheißwetter. Bah, durch sowas müssen wir durchfahren. Es will einfach nicht aufhören zu nieseln. Die ganzen Stunden.
Ich glaube, wir haben bestimmt jetzt 20 Kilometer heute gemacht, ne? Ja, und alles nur durch den Regen durch. Ja, genau. Ein richtig verseuchtes Wetter. Ich habe immer noch keinen Regenponcho. Ich habe mal so einen Regenponcho, aber ein richtig guter, in die Wunschliste reingepackt. Und irgendjemand hat es mal mitbestellt. Vielen Dank dafür. Aber ich war zu der Zeit wochenlang unterwegs gewesen und konnte das nicht abholen. So dass es wieder zurückgeschickt wurde. Toll, jetzt habe ich keinen Regenponcho. Das ist voll scheiße. Warum kann man nicht irgendwie die Frist verlängern oder so? Bezüglich Pakete. Wir sind hier an einer Aral-Tankstelle und ich habe hier in dieser Toilette Analabfall gemacht, fest. Und genau, wir haben uns hier Kaffee geholt. Genau, hier ist ein Kaffee und hier ist mein Kaffee. Und hier habe ich noch Brötchen geholt und sowas. Und wir haben hier unsere Powerbanks dort ein bisschen aufladen lassen. Für die nächste halbe Stunde oder so. Und ich habe einfach eine Powerbank zu wenig mitgenommen. Das ist voll scheiße. Ich hatte nur 3 Stück dabei. Und die eine Powerbank ist komplett leer und die andere Powerbank ist halb leer. Das heißt, die Hälfte aller Powerbanks sind schon leer. Das ist voll scheiße. Deswegen haben wir uns entschlossen, hier ein bisschen Pause zu machen und die laden zu lassen. Und das ist eine ganz nervige Stelle hier. Hier sind ganz viele Fahrzeuge und so weiter, die hier rumfahren und hier rumparken und so und tanken. Und genau, und dann weiterfahren. Und dann kommen noch mehr neue Fahrzeuge, die hier auch parken und dasselbe machen. Ich habe Mettbrötchen geholt. Autos. Sogar Züge mit Autos oben drauf fahren hier rum und belästigen uns. Das ist keine gute Pausenlocation. Die Akkus sind geladen. Jetzt fahren wir weiter Fahrrad. Vorhin bei der Tankstellentoilette habe ich mich selber ins Gesicht geschaut, also beim Spiegel. Und als ich mein Gesicht geschaut habe, dann war der voll rot gewesen mit ein paar Abdrücke von meiner Cappy. Das sah lustig aus. Sowas muss öfters vorkommen, weil nur dann ist das Wetter gut. Guck mal, wir haben das hier gefunden. Das ist so ein ganz uralter Aussichtsturm oder was das hier sein soll. Und das wäre unser Alternativschlafplatz gewesen. Aber dafür müssten wir 32 Kilometer herfahren. Und wir waren gestern voll kaputt. Deswegen... Wir waren gut kaputt gewesen und mein Sonnenbrand zerrt. Und deswegen haben wir uns entschieden, unter der Brücke zu schlafen, anstatt hier. Das wäre zu weit weg. Und ich will einmal kurz gucken, wie das hier aussieht, diese Schlaflocation. Weil das wäre richtig scheiße gewesen, wenn das unschlafbar wäre oder so. Das ist ja alles voll feucht und hier wäre auch wenig Platz. Okay, hier oben ist alles offen. Hier ist ein bisschen Aussicht und hier riecht das total nach Urin. Das ist auf jeden Fall gar keine gute Schlaflocation hier. Also wir können froh sein, dass wir da unter der Brücke geblieben sind. Und uns dort vor dem Sturm Schutz gesucht haben. Aber hier wäre auf jeden Fall nicht möglich. Schau, alleine guck mal. Diese Treppenstufen hier vorne. Die sind nicht wasserdicht. Das ist wie so ein Sieb, da kommt Wasser durch. Das hätte uns auf unser Kopf getropft die ganze Zeit. Es war auf jeden Fall die beste Entscheidung gewesen, da unter der Brücke zu schlafen. Das kannst du auf jeden Fall auch bestätigen, dass unter der Brücke die Schlaflocation viel besser gewesen war als die hier. Auf jeden Fall, hier wären wir komplett nass geworden. Hier, die würde gar nicht klar gehen. Alles voller Scherben da auch noch. Genau. Und Uringeruch habe ich auch gerochen. Ja. Und bevor wir weiterfahren, wollte ich euch zeigen, dass das hier ein Motiv von mir ist. Das gibt's bei mir auf dem Merch-Shop. Genau, guck mal hier. Ja, genau. Das gibt's auf Spreadshirt, auf meinem Merch-Shop. Das ist unten in der Beschreibung verlinkt. Ich hab voll Bock drauf, dass ihr es kauft. Weil ich will das so. Das muss mir gekauft werden. Also Waldwege sind geil, die sind schön ruhig. Und hier ist ganz viel Waldduft und sowas. Und man hört hier die Vögel zwitschern und sowas, das ist herrlich. Aber nicht, wenn man hier mit dem Fahrrad hier durchfährt. Das ist voll scheiße. Das ist voll anstrengend, wenn das nicht asphaltiert ist. Und je unasphaltierter das ist,
desto stärker verrutschen die Taschen. Das heißt, es kann natürlich jederzeit wieder passieren, dass die Tasche runterfällt. Und das ist auch super anstrengend, weil diese linke Gangschaltung, die funktioniert gar nicht. Also das geht nicht auf 1 runter, sondern es bleibt die ganze Zeit auf 3. Das war scheiße. Der muss irgendwie umgestellt werden. Ja, aber ich habe kein Werkzeug hier. Ich habe keinen Schraubzieher oder sowas. Das war scheiße. Das ist selbstverständlich eine Bikepacking-Tour mit sehr wenig Vorbereitung. Genau so soll das sein. Oh scheiße, mein Gepäck ist runtergefallen. Von meinem Gepäckträger. Weil das hier so billig ist und irgendwie keinen Grip hat. Das ist so ausgeleiert hier mittlerweile. Das ist voll scheiße. Der war die ganze Zeit so hier so irgendwie, das Gepäck. Und dann ist das runtergefallen, genau. Das ist voll scheiße, dass das runtergefallen ist. Jetzt muss ich das aufheben und dann wieder dran machen. So, ich hab's wieder dran gespannt. Und ich bin sehr gespannt drauf, wann es das nächste Mal wieder runterfällt. Weil die Dinger hier, die leiern immer stärker aus. Also nur aus diesem Grund, weil das sind billig Fahrradtaschen. Genau, deswegen leiern die aus. Nur aus diesem Grund. Genau. Ich werde auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf sein, wann die das nächste Mal runterfallen. Und ich die wieder aufheben darf. Und wieder dran machen kann. Mit Mühe und so. So, ich habe gerade meinen Pullover ausgezogen, weil Wald speichert Wärme und sowas. Und das ist hier schön warm. Das ist richtig geil. Man schwitzt hier. Ich liebe es, wenn man schwitzt. Und guck mal hier. Von dem Rest Sonnencreme, was hier so dran gehangen hat, ist das auf mein Pulloverinneres gegangen. Und im Pulloverinneres, das ging dann durch meinen ganzen Körper. Das hat dann so, irgendwie so geglitten in meinen Körper. Und das hat dann das hier verursacht. Also diese Flecken hier. Genau, dieses Weiße. Seht ihr das? Ja, dieses Weiße hier. Das ist da irgendwie, hat sich irgendwie reingefressen während der Fahrradfahrt. Das ist voll toll. Okay, weil mein Gang die ganze Zeit auf 3 bleibt. Also genau, hier sieht man das. Der geht überhaupt nicht runter. Muss ich diesen Berg hier hochschieben. Das ist anstrengend. Und die Mücken zerstechen uns. Ich mag keine Hügel auf Fahrradtouren. Ja, ich muss sagen, das Wetter ist jetzt wieder voll angenehm. Aber richtig angenehm. Und diese leere Straße hier vorne ist auch richtig angenehm. Hier fahren kaum Autos lang. Ich glaube, vielleicht alle 10 Minuten mal ein Auto oder so. Das ist ein richtig entspannter Weg. So eine Wege sollte es öfter geben. Oh, scheiße. Guck mal. Guckt euch das hier mal an. Google führt uns zu dieser Richtung hin. Das ist voll scheiße. Vielleicht werde ich nach einem Alternativweg suchen. Aber darauf habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Und ich glaube, mein Bruder auch nicht. Ja, ich glaube, man könnte hier rumfahren und dann hier durch irgendwie dahin. So ein kleiner Umweg. Genau. Ich glaube, so machen wir das. Jawohl. Diese Straße sieht voll cool aus. Die ist schön leer. Und das lässt sich hier richtig gut fahren. Das ist auf jeden Fall ein viel geilerer Weg, als wo Google uns hinschicken wollte. Auf jeden Fall. Das ist viel entspannter. Kommt man viel schneller zum Ziel, glaube ich. Auch wenn da ein bisschen mehr, auch wenn da ein bisschen länger ist. Das hört sich nach altem, klapprigen Damenrad an. So soll das sein. Hört euch mal diese Kringel an. Die ganze Fahrt klingelt sich durch. Da sah ich noch meine Hand drauf. Das klingt gut. So, wir machen ein bisschen Pause, weil meine Actioncam ist fast leer. Und genau, damit wir unsere Akkus hier so ein bisschen aufladen können mit der Powerbank. Weil während der Fahrt aufzuladen ist scheiße. Da muss man das die ganze Zeit in der Hand halten und sowas. Das wäre richtig beschissen. Und genau, und deswegen machen wir etwas Pause und laden die Akkus auf. Und wir haben heute 50,7 Kilometer gemacht. Und wir werden auf jeden Fall safe 20, 30 Kilometer heute noch machen. Auf jeden Fall. Und das finde ich voll cool, dass das Wetter nicht mehr so beschissen ist wie heute Morgen. Wo das die ganze Zeit geregnet hat. Das war voll scheiße gewesen. Und heute Mittag, ich glaube 30 Kilometer am Stück oder so, hat es nur geregnet und genieselt und nochmal geregnet. Sodass wir voll nass waren. Weil mein Pullover und so weiter ist immer noch etwas feucht. Ich spüre die Nässe, die ist total runterkühlt. Das ist voll scheiße. So, die Akkus sind halbwegs aufgeladen. Die Tour wird fortgesetzt. Und das ist voll scheiße, dass es in der nächsten Stunde dunkel wird. Bald muss Licht angemacht werden.
Und das wird dann kühler. Da muss ich schon wieder noch einen weiteren Pullover anziehen. Ich habe keinen Bock auf viele Pullovers. Ich will ohne Pullover rumfahren. Ohne Pullover ist am besten. Jawohl, hier geht's wieder bergunter. Ist voll cool. Hier hat man Geschwindigkeit drauf. Das ist eine schön freie Straße, wo ganz wenig Autos vorbeifahren. Das ist richtig, genauso soll das sein. Genauso soll es laufen. Jawohl. Ah, scheiße, jetzt geht's wieder hoch. Und weil meine linke Gangschaltung nicht funktioniert, muss ich schon wieder schieben. Ich krieg das nicht hochgetreten. Ich kann den nicht runter machen, meine Kette. Das ist voll scheiße. Es sind immer die anstrengenden Wege, die hochgehen. Die sind voll scheiße, die müssen weg. Die müssen weniger werden auf jeden Fall. Also die sollen nicht weg, weil sonst könnte ich das nicht so dokumentieren. Aber genau, die sollen weniger werden. Bei meinem Bruder scheint alles zu funktionieren mit Gangschaltung und sowas. Bei mir nicht. Er hat zwar auch nicht das beste Fahrrad, aber ich habe ein altes, klappriges Damenrad. Deswegen muss ich schieben. Aber ich bin, glaube ich, schon oben auf dem Berg. Ich kann mich wieder draufsetzen. Ja. Und weiterfahren. Jawohl. Jetzt geht's hier vorne wieder steil bergab. Hier ist 6%. Geht's runter. Es wird wieder lustig. Es wird immer schneller und schneller. Und dieser Wind, der klatscht hierher. Prüfen, ob gleich eine Mücke gegen mein Auge fliegt oder so. Oder irgend so ein, Mistkäfer, genau. Das wär schmerzhaft. Genau, darauf warte ich die ganze Zeit. Ich warte nur darauf. Aber es ist irgendwie nichts passiert. Guck mal hier. Man sieht hier im Hintergrund diesen Sonnenuntergang. Genau, wegen diesem Himmel und sowas. Der hat diese eigenartige Farbe gerade. Es fängt an zu dämmern, das ist voll scheiße. Bald wird dunkle kommen. So, weil es jetzt so langsam dunkler wird, haben wir uns nach Schutzhütten Ausschau gehalten. Und es gibt hier ganz wenige Schutzhütten hier in dieser Region. Aber guck mal, ich habe hier was gefunden. Hier sollte eine Schutzhütte sein, eine unbestätigte Schutzhütte. 18 Kilometer. Genau. 18 Kilometer müssen wir fahren bis zur Schutzhütte. Und falls das keine Schutzhütte sein sollte, weil das unbestätigt ist, dann werden wir irgendwo im Wald pennen. Unterm Tarp, genau. Genau so machen wir das. Aber diese 18 Kilometer fahren wir bis zur Schutzhütte hin. Also zumindest da, wo ich die Koordinaten jetzt eingegeben habe. Ich weiß noch damals, wo wir nach einer Schutzhütte navigiert haben und auf einmal stand da nur eine Bank. Mehr nicht. Und dann hat es auch noch geregnet und gestürmt und gewindet. Ey, das war voll scheiße gewesen. Das hat uns richtig angenervt. Es dunkel ist geworden und wir haben die ganze Straße für uns allein fast. Es kommen hier fast gar keine Autos durch, das ist cool. Das ist eine sehr leere Straße. Keine Ahnung, vielleicht jede Viertelstunde fährt irgendwie ein Auto oder ein LKW hier lang, aber sonst nicht. Das ist hier alles total leer. Die ganze Straße, genauso wie es sein soll. Genauso soll es sein, so wie es sein soll. Leute, eben gerade hat uns ein Hund angebellt. Das war voll lustig. Der ist zu uns hier hingelaufen und hat zu uns angebellt. Dann sind wir schnell weitergefahren. Und ich habe nicht die Kamera gezückt. Bei Nacht zu fahren ist auch chillig. Oh, da vorne war ein Reh. So, wir sind am Ziel angekommen. Und zwar, hier ist die Hütte. Und hier sind wir. Und guck mal, es ist hier alles eingezäunt. Das ist voll scheiße, wir kommen gar nicht zur Hütte. Wir gucken etwas weiter. Und wenn hier irgendwie kein Eingang oder so ist, dann müssen wir uns noch eine Alternative suchen. Das ist voll scheiße. Wir haben Bock auf eine Hütte, es wird spät. Ja. Und ich habe so langsam Hunger. Ich auch. Ich habe Bock zu essen. Scheiße, warum muss das hier eingezäunt sein? So, wir haben ein bisschen rumgeschaut und das ist alles komplett umzäunt. Wir kommen nicht zur Schutzhütte, das ist voll scheiße. Deswegen sind wir auf der Suche nach einem kleinen Waldstück, wo wir Tarp aufspannen können. Und dann werden wir da drunter pennen. So, nachdem wir gerade eine weitere halbe Stunde gesucht haben, nach einer vernünftigen Location, haben wir eine Location gefunden zum Pennen. Genau, das hier, das wird unsere Penn-Location sein. Ganz so richtig versteckt. Wir sind durch dieses ganze Gebüsch da drunter durchgelaufen. Und dahinter ist irgendwo Feld. Und genau hier hinter dem Gebüsch ist hier ein Versteck.
Das ist perfekt. Sogar mit ebener Fläche und sowas. So, mein Bruder hat hier Tarp aufgespannt. Schrägdach. Und jetzt fangen wir an zu kochen. Und zwar Nudeln mit Thunfisch, Zwiebel, Paprika und Ketchup. Oh, guck dir das an, wie viele schwarze Käfer hier sind, wegen diesem Baum. Hier sind überall diese schwarzen Käfer hier, die belästigen total. Die nerven total rum. Die sind hier überall. Guckt euch mal an, wie die hier sind. Das ist total abnormal, diese ganzen Käfer. Achso, wo du Tarp abgespannt hast, ja. Genau in diesem Moment hat es angefangen zu regnen. Genau in diesem Moment, ja. Also es fängt an zu nieseln und genauso leicht zu regnen. Aber genau, ich habe hier so eine Kuhle gegraben und hier werde ich jetzt gleich das Essen machen. So, ich habe das fertig geschnitten und hier, das ist eine richtige Käferplage hier. Hier sind überall diese schwarzen kleinen Käfer, die hier rumspringen. Die sind richtig lästig. Das ist eine richtige schwarze Käferplage hier. Überall. Wie kriegt man die weg? Das wird eine richtige Scheißnacht werden heute. Auf jeden Fall. Bisher gab es auch noch keine gute. Es darf gar keine gute geben. Jetzt ernsthaft, hier überall diese schwarzen Käfer und es werden immer mehr davon. Die sind jetzt schon in meinem Schlafsack drin. Jawohl, die Nudeln werden gekocht. Und guck mal, der ganze Tarp ist hier voll davon. Hier, diese ganzen schwarzen Punkte, das sind alles diese Käfer. Ist hier alles voll. Das sind richtig viele. Ich frage mich schon die ganze Zeit, warum die hier auf meinen Kopf die ganze Zeit runterfallen. Ich dachte, die springen mich an, aber nee, die fallen hier auf vom Tab runter, auf mein Gesicht immer drauf. Boah, das wird eine richtig beschissene Nacht werden auf jeden Fall. Ja, eine richtige Plage von genau diesen Viechern hier. Die sind hier überall. Überall. Ja, die Nudeln sind gleich fertig. Gleich wird Thunfisch gebraten mit Paprika und Zwiebel. So, das Essen ist fertig. Es ist zwar nicht das Geilste, was ich jemals gekocht habe, aber das ist schon geil. Aber ich glaube, schon ein bisschen zu viel drin gewesen. Also nicht die Nudeln sind okay. Aber dieses Thunfisch war, glaube ich, zu lange angebraten. Genau, da habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe ein bisschen zu lange gebraucht. Zu lange gewartet, bis ich das rausgeholt habe. Aber egal, ist trotzdem schmackhaft, glaube ich. Achso, wir haben heute 89,2 Kilometer gemacht. Guck mal, hier vorne läuft eine Zecke, die muss weg. Und hier ist noch eine zweite Zecke. Die hat sich hier dran gebissen. Die muss auch ab. Ja, genau. Ich habe den mit meinen dreckigen Fingern abgemacht. Die läuft hier irgendwie lang. Nee. Muss weg. Ich glaube, hier sind ganz viele Zecken. Ah, scheiße. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall morgen noch ganz viel Zecken kontrollieren. Ich war zu faul gewesen, meine Pinzette rauszuholen. Sind nicht in Sachsen-Anhalt auch die giftigeren Zecken? Weiß ich gar nicht. Ich kenne mich mit Zecken gar nicht aus. Hier geht es zum dritten Teil, falls dieser bereits veröffentlicht sein sollte. Und hier geht es zu einer heftigen Übernachtung unter einer lauten Autobahnbrücke, unter Sturm und Regen und Wind und so weiter. Und wir haben da auch noch einen Wolf begegnet. Schaut euch unbedingt beides an.